Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Horizon Forbidden West. So, wir sind hier bei Rheinland angekommen. Frage mich gerade, wieso wir den nicht markieren können. Ah, es ist eine zahme Beschaffungsmaschine von religiösem Interesse für die Uruturu-Stamm. Lässt sich nicht stören. Okay. Dann wissen wir auch, warum wir keine weiteren Informationen über die Maschine bekommen. Weil die wird wohl zahm sein. Ach, guck mal hier. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Ich weiß ja auch, wo das Summen wegkommt. So. Wir laufen mal weiter. Mal, was im Rheinland los ist. Sie verpesten die Felder. Es ist, als ob sie immer noch nach ihrer Programmierung handeln. Auch wenn sie damit alles töten. So, wie kommen wir denn da rein? Gibt es einen offiziellen Weg? Ja, hier hinten rum. Dann nehmen wir den doch mal. Ist alles verseucht, ne? Fremde, geh am besten um die Felder herum. Die Plage ist giftig. Danke für den Hinweis, das wissen wir aber schon, dass die Plage giftig ist. Hallo. Hallo. Hoffentlich ist der Husten besser. Ein neuer Tag, ja? Da sind die alle nett und freundlich, ne? Und dich die ansprechen? Lass dich da draußen nicht von den Maschinen erwischen, Besucherin. Du bist diese Fremde, die so mitgebracht hat, oder? Samen für zukünftige Generationen. Die wird es gar nicht erst geben, wenn sich die... Weil wir im Altholz Wildschweine jagen werden. So, schauen wir uns erstmal hier um. Überhaupt, die aussieht. So, da hinten ist ein Vorratslager. Erstmal zum Lagerfeuer. Hier müsste irgendwo ein Feuer sein. Da. Ah, da sind die beiden ja. Ich bin hier, wie versprochen. Der Gesang. Heißt das, der Chor ist bereit? Er ist versammelt. Ich hätte das nicht geschafft ohne Wahl. Aber ich weiß nicht, ob das etwas bringen wird. Der Chorus singt in Dissonanzen. Das mit der Höhle ist schon schlimm genug. Landgöttin Fahr ist immer noch nicht wieder da. Und mit jedem Tag drängen mehr tödliche Maschinen ins Freie. Greifen die Verteidigung an, die wir um den Eingang herum aufgestellt haben. Aber das ist nur einer von vielen falschen Tönen. Mit deiner Nachfrage hast du viele Spaltungen im Chor selbst sichtbar gemacht. Und im Stamm. Also lässt du die Höhle verteidigen? Nur mit ein paar Holzbarrikaden. Wir haben keine Steinmetze wie die Karja oder die Osseram. Es sind unsere Bogenschützen, die die Maschinen aufhalten. Sie wehren jeden Tag neue Angriffe ab. Hoffentlich halten sie durch. Mir das schon?
Welche Maschinen kommen aus der Höhle? Ausbeuter und Jägerkiller. Zäher als alle, gegen die wir bis jetzt gekämpft haben. Bösartige. Mit einem lila farbenen Schimmer. Kommt mir bekannt vor. Du hast schon gegen solche Maschinen gekämpft? Wenn es die sind, für die ich sie halte, dann ja. In der Höhle könnte es noch ein anderes Problem geben. Noch ein Grund, mir das jetzt anzusehen und eine Lösung zu finden. Ich verstehe, dass die Höhle heilig ist, aber wieso zieht es so viel Drama nach sich, wenn ich sie betreten möchte? Das Drama gab es auch davor schon. Viele im Stamm und im Chor wollen, dass wir alles so machen, wie wir es immer gemacht haben. Was oft nichts war. Aber andere wollen Veränderung. Oder extreme Maßnahmen. Deine Frage hat der Debatte wieder Leben eingehaucht. Klar, Tradition. Damit hatte ich schon mal zu tun. Aber man muss mit jedem Stamm anders umgehen. Wenn du meinst. Du sagtest, du hättest den Chor nicht ohne ihn versammeln können. Was hast du getan? Einige Mitglieder des Chors haben sich geweigert, deine Bitte zu diskutieren. Sie glauben, dass die Höhle allein den Landgöttern gehört. Aber Wahl sah, dass das, was du mit Reh getan hast, zu unserem Vorteil genutzt werden könnte. Manchmal reicht es nicht, wenn man die Anführer fragt. Andere müssen für dich fragen. So viele wie möglich. Es hat sich herumgesprochen, wie du Reh beruhigt hast. Vielleicht wurde es auch ein bisschen übertrieben. Das wachsende Interesse hat den Chor unter Druck gesetzt, bis sie sich endlich getroffen haben. Bei den Stammmüttern hat es schon einige Male funktioniert. Ein oder zweimal. Sogar bei meiner eigenen Mutter. Sehr gut. Dann kümmerst du dich um die Diplomatie. Oh nein, ich bin sicher, dass wir dich dafür ab und an noch brauchen werden. Was ist also mit den Landgöttern passiert? Nach der Störung? Sie schwanden. Jahr für Jahr. Sie waren einst friedfertig und jetzt sind sie gegen uns, wenn wir uns nähern. Greifen uns gar an. Sie haben die Erde immer angereichert, doch seit mehreren Jahren verderben sie sie mit Mulch. Die Felder riechen übel. Und die Plage verbreitet sich sogar über unsere Lande hinaus. Wir hatten immer Nahrung für alle. Jetzt können wir kaum noch unsere Kinder ernähren. Sicher Überdüngung. Durch Sporen verbreitet. Ich weiß nicht. Das ist ja noch nicht alles. Jeder Landgott hat die heilige Höhle einmal pro Jahr besucht. Jetzt ist Schluss. Ohne die Erneuerungsriten sind sie verfallen. Wie Reh. Sie sterben. Und mein Stamm mit ihnen. Also ist die Höhle heilig, weil Maschinen wie Reh und die, die du Fa nennst, sie besuchen? Ja. Vor der Störung hat jeder Landgott einmal pro Jahr die Felder verlassen und ist zur Höhle gepilgert. Immer in derselben Reihenfolge. Zuerst Do, dann Reh, dann Mi und so weiter. Alle mit Erde von den Feldern besprenkelt. Sie tauchten 2 Tage später wie neu wieder auf. Alle Erde und Zeichen der Verehrung waren weg. Jede Rückkehr wurde mit einem der 8 Heiligen Feste unseres Kalenders gefeiert. Aber die Störung hat den Zyklus verändert. Ja, das dachten wir. Mit der Zeit gaben die Landgötter ihre Pilgerschaft auf, wurden zerbrechlich und wirr. Doch vor 3 Wochen hat Fa die Höhle betreten. Der gesamte Stamm erhob seine Stimme zu einem Lied, betete, dass der Zyklus von Neuem beginnen würde. Fa ist nicht wieder aufgetaucht. Maschinen, die uns töten wollen, allerdings schon. Werden die Maschinen in der Höhle gebaut? Wie in einer Brutstätte? Hört sich so an. Aber wie diese Landgötter kommen und gehen. So etwas habe ich noch nie gesehen.
Also ist der Chor bereit. Was jetzt? Sie diskutieren über deine Bitte. Sollten wir dann nicht mit ihnen reden? Wenn du bereit bist, aber keine Angst. So schnell ist ihre Debatte nicht vorbei. Solche Versammlungen können Tage dauern. Okay. Dann sollte ich vielleicht erst meine Vorräte aufstocken. Wer weiß, wie viele Maschinen in der Höhle sind. Vorausgesetzt, dass der Chor dir Einlass gewährt. Aloy kann in solchen Situationen ziemlich überzeugend sein. Abwarten. Bereite dich vor. Wir warten oben auf dich, wo der Chor versammelt ist. Okay. So, jetzt schauen wir mal. Haben wir denn hier irgendwo vielleicht eine Vorratskiste? Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Ja, ich würde sagen, wir laufen mal das Lager ab. Wir fangen hier an. Was ist das? Unbekannte Maschinenstreit. Wir gehen erstmal hier hin. Okay. Nur natürlich gucken, dass wir wieder da reinkommen. Verdammter Mist. Ah, geht doch. Da oben. Okay, da müssen wir irgendwie raufkommen. Alles klar. Die Frage ist, lohnt sich das? Ich glaube, wir kommen eher irgendwie von da hinten darauf, ne? Wir schauen mal. Wir schauen mal weiter. Alles klar, ja, dann weiß ich, glaube ich, wie wir da raufkommen. Und zwar müssen wir hier rein. Sind die alle da oben? Ja, sieht so aus, ne? Wir gehen mal hier rein. Bist du bereit? Wie viele Leute kannst du für diese Arbeit schicken? Aber so eine Kriegerin als Elvira. So, da ist auf jeden Fall schon mal eine Vorratskiste, das ist gut. Zu nehmen. Okay. Hab ich die Sperre jetzt wieder voll? Ja, hab ich. Wir gucken mal weiter. Dann gucken, ob wir was verbessern können. Ja, auf jeden Fall. Ein Upgrade, aber wo?
Muss ein Fehler sein. So, Waffen-Upgrades. Können wir den dann auch noch? Nee, den schaffen wir nicht mehr. Der ist, glaube ich, abgegradet, ja. Die Gerüchte sind also wahr. Du musst die Soldatin sein, die Regalas Streitere siegte. Und die hier für mächtig Aufruhr gesorgt hat. Was macht eine Tenakt in Rheinklang? Vorräte aufstocken für die Reise ins Jagdgebiet. Du solltest hinkommen, nordwestlich von hier. Eine gestandene Soldatin wie du schafft die Prüfungen dort bestimmt. Schätze ich auch. Vielleicht sehen wir uns dort. Ja, vielleicht. Mit den Jagdgebieten werde ich irgendwie nicht so richtig warm. So. So, was hauen wir denn da mal für eine Spule rein? Zielgeschwindigkeit. Ah. Das will ich doch gar nicht. So. Erhöht Säureschaden und Aufbau. Was haben wir hier? Erhöht den verursachten Schaden, wenn Überspann mit einer Waffe genutzt wird. Was ist denn jetzt schon wieder Überspann? Ja, komm. So. Ja, Gift oder Eis? Ich würde sagen, komm, hier Gift. Der kriegt nochmal Explosionsschaden dabei. Und was haben wir hier? Spulen benutzen wir viel zu wenig. So. Kann ich nur noch, ja komm, dann nehmen wir die hier. So, ja. Dann gehen wir erstmal hier lang. Noch wer was zu essen? So, was haben wir denn hier? Erhöht Tarnfernkampf für 4,5 Minuten, stellt 75 Gesundheit und Ausdauer wieder her. Erhöht Waffenausdauer 2. Um
erhöht Waffenausdauerlimit. Okay, um eine Waffentechnik einzusetzen, ziele mit und klicke mittlere Maustaste. Okay. Wir nehmen mal das Essen. 2 können wir nur herstellen. Jo, egal. Der Boden erblühe unter deinen Schritten. Was immer du brauchst. Nee, wir wollten gehen erst hier hinten hin. Aloy. Dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Wie gefällt dir Rheinklang? Sehr beeindruckend. Klar, wenn man auf den Geruch von Dunk steht. Ach, was red ich da? Ich werde auch nicht mehr losziehen, versprochen. Die Leute brauchen mich. Die anderen Entführten hatten es schlimmer als ich. Viel schlimmer. Hilf ihnen so gut du kannst, Jeff. Mach ich. Mit dir kann ich zwar nicht mithalten, aber trotzdem... Sei gegrüßt, meine Freunde. Immerhin etwas Schweiß abgespült. Ja, und dann in den hier wahrscheinlich Trinkwasserbecken oder so. Was du für Ray getan hast. Bitte, hör mir zu, mein Volk braucht deine Hilfe. Sie wollte eine Audienz beim Chor. Bitte! Der Chor trifft sich nicht mit mir. Was soll ich sonst tun? Erzähl mir doch einfach mal, was los ist. Ich bin aus Flusslied, im Norden. Vor ein paar Tagen weckten mich Schreie meiner Nachbarn. Tenakt-Rebellen griffen an. Es waren nur Späher, aber wir wurden kaum mit ihnen fertig, wenn jetzt ein kompletter Überfall kommt. Wir sind doch keine Kämpfer. Wir sind erledigt. Ich dachte, der Chor würde helfen. Ich meine, wir wachsen doch alle aus einer Erde. Aber offenbar will außer einer Fremden hier niemand zuhören. Wäre es vergebene Hoffnung, dass du diesen Kampf an unserer Seite bestreitest? Regalas Rebellen, weißt du, warum sie euch angreifen? Warum geht die Sonne nachts unter? Sie sind Tenakt. Sie leben, um zu kämpfen. Normalerweise gegeneinander. Doch dieses Mal geriet mein Dorf dazwischen. Die Rebellen wollen es ausplündern für ihren Feldzug gegen die westlichen Clans. Hier greifen sie nicht an. Warum flieht ihr nicht nach Rheinklang? Das mag für eine Fremde schwer zu verstehen sein. Die Taro tragen Samen bei sich, die nach ihrem Tod wachsen. Mein Volk hat viele Samen in Flusslieds Wäldchen gepflanzt. Ein Geschenk der begrabenen Jahre. Ich glaube, ihr kennt sie als die roten Raubzüge. Wir gehen nicht fort. Unser Opfer war zu groß. Euer eigenes Volk hilft euch nicht. Der Chor soll für alle Utaru sprechen und normalerweise stelle ich ihn nicht in Frage. Aber er sieht äußere Siedlungen wie Flusslied als verloren an. Nicht mehr unter Rheinklangs Schutz. Der Chor will nicht einmal mit mir reden. Wenn ich mal im Norden bin, sehe ich nach deinem Volk. Mehr will ich auch nicht. Geh im Dorf am besten zu Q. Er führt die Verteidigung an. Wir sind alle für dich da. So, nochmal eine Nebenquest angenommen. Aber wie gesagt, machen wir alles später. Wir müssen uns jetzt hier mal um unsere Hauptquest kümmern. So. Nehmen die Abkürzung hierauf. Wo müssen wir denn hin? Da hinten, ne? Aber wir haben eine schöne Aussicht vorne hier oben. Über das Dorf.
Halt dich ran, das war noch längst nicht alles. Der Boden erblühe unter deinen Schritten, Fremde. Warte mal, irgendwo gab es eine Rüstung, hab ich gesehen, ne? Da, wo wir hin müssen, okay. Und? Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir nochmal bei den Jagdbogen da hinten vorbeigehen, bei den Stand. So, wir gucken mal eben, was er an Rüstung hat. Ja, mit er können wir vergleichen. Achso, die haben wir ja an, ne? Das ist ja besser. So, was haben wir denn hier? Oh. Die müssen wir nochmal, da vergleichen wir nochmal. Also, Nahkampf haben wir 22, okay. Dann haben wir wirksame Medizin, niedrige Gesundheit, Verteidigung. Minus 15 Frost. Dafür Feuerrest. Ja, das, weiß nicht. Ich meine, die sieht ja cool. Sah ja cool aus, die Rüstung. Es lohnt sich so, du wirst sehen. Da ist noch mal ein Koch. All die Leute hier, das erinnert mich an Mutterherz im heiligen Land der Nora. Alle kamen zusammen, um die Worte der Stammmütter zu hören. Du musst deine Heimat vermissen. Ein bisschen. Sie singen einfach weiter. Das heißt, der Chor tagt immer noch? Die Menschen singen, um den Chor zu beruhigen und ihnen weiterzuhelfen. Wären sie im Einklang, wäre das nicht nötig. Ich muss auch nicht zurücksingen, oder? Natürlich nicht. Sie hören auf zu singen, wenn wir uns vorstellen. Bereit? Entschuldigung, Leute. Ach, der kam. Ah ja, so, noch nicht. Doch, dann los. Okay, gehen wir zu Ihnen. Rede. Eure heilige Höhle. Darin ist etwas, das ich brauche. Wenn ich es habe, werde ich... Und der Nora haben uns von dir und deinem Anliegen erzählt. Wir wissen nichts von einem Geist in der Höhle. Nur von Far, unserer Landgöttin, die dort hineinging und nicht wieder zurückkam. Die Macht der Landgötter ist gebrochen. Wir sind geschwächt. Geistererzählungen helfen uns nicht. Nichts wird helfen. Wir werden schwächer. Wir sterben. Und werden fruchtbarer Boden für neues Leben. Das ist die natürliche Ordnung. Ja. Moment. Ihr wollt einfach herumsitzen? Bis ihr alle zu Wurmfutter werdet? Ernsthaft?
sagt die Fremde, die unseren Glauben nicht kennt. Was weiß sie? Das ist unverschämt. Bitte, vergesst nicht, wie sie Re Frieden brachte. Hör ihr zu. Du hast schon mal so unbesonnen gehandelt, Zoe. Wir sollten nicht vergessen, dass du den Krieg gegen die Kaja angefacht hast. Immerhin will sie helfen. Wie? Indem sie dazu einlädt, mit unseren Traditionen zu brechen? Sollen wir uns den Wünschen jeder unverschämten Fremden anpassen, die nach Rheinklang kommt? Nein. Ihr solltet euch anpassen, weil eure eigenen Lande euch umbringen. Sie hat recht. Wir waren dabei und haben gesehen, wie die Landgötter sterben. Und das sollen wir bei unseren Nachbarn auch machen. Und unseren Kindern. Und diese eine Fremde kann uns retten. Was für ein Unsinn. Ein einziges Saatkorn ist im unendlichen Kreislauf von Wachstum und Tod bedeutungslos. Ein Alarm. Er kommt aus den Bergen. Was ist passiert? Kommt das von der Absperrung? Es ist ein Alarm! Maschinen durchbrachen die Absperrung. Dann sollten wir helfen. Was ist mit dem Chor? Wenn die Absperrung gefallen ist, hält uns nichts davon ab, in die Höhle zu gehen. Die Zeit für Erlaubnis ist vorbei. Dann mal los. Hier lang, durch das Tor und rum. Auf den Feldern wird gekämpft. Das sind keine normalen Maschinen. Ich habe solche schon mal gesehen. Mach die Maschine platt! Sie müssen von der Absperrung kommen. Die anderen verteidigen ihre Flanke. Wir müssen weiter. Das sollte helfen. Kannst du noch mehr Teile zurückziehen? Ja. Lass die Maschine nicht durch! Überall sind Maschinen. Wenn die einfach okay. Glaubst du, einfach wirklich, wir können irgendetwas ausrichten? Wenn ich recht habe. Ja. Mehr Maschinen! Diese Maschinen sind stärker, tödlicher als normal. In dieser Höhle steckt mehr als Minerva und ein vermisster Landgott. Ins Schwarze! Wenn wir noch ein paar Heilkräuter unterwegs sind, das wäre natürlich auch nicht verkehrt.
Dieser Pfad ist der Weg zu den Landgöttern. Er führt uns zur Absperrung. Mehr Maschinen! Wir können sie erledigen, Aloy. Wir folgen dir. Wir werden es bestimmt bald brauchen. Was machst du denn? Noch mehr Maschinen! Und gleich nochmal! Komm schon! Andauernd will uns das was töten! Keine Chance! Oh, die letzte. Beeilung. Ich übernehme dich. Vernichten wir die Maschine. Das war die Schwachstelle. Das waren alle. Probleme. Und jetzt zur Absperrung. Dann los. Bin gleich hinter dir. Viel besser. Keine Heilkräuter mehr. Also ein bisschen lahm, ne? Wir sind fast da. So viele Maschinen kamen durch. Was ist mit den Verteidigern in der Absperrung passiert? Wir sollten auf alles gefasst sein. Die Absperrung. Davon übrig ist. So viele Tote. Wir trauern um sie, wenn die Zeit reif ist. Fürs Erste müssen wir weiter. In die Höhle. Wow, müssen wir immer vor der Linse laufen hier? Wir sollten nicht warten. So, da ist noch eine Kiste. Die habe ich ja übersehen hier. Wir sollten in die Höhle gehen. Ja, sollten wir, aber machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Bye, bye. Raindrops in the flood, in this.
find the path we long.